Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind immer noch in der versunkenen Krypte auf der Suche nach Eisen. Da gab es wieder eins. Unsere Spitzhacke ist leider gleich kaputt. Wir müssen mal gucken, ob wir noch eine zweite hatten. Wird dann zwar bloß so eine Stufe 1 Geschichte sein. Beziehungsweise können wir eigentlich hier drin bauen? Geht das? Nee, ne? Gut, jetzt auf dem Wasser natürlich nicht. Obwohl, nee, bringt uns gar nichts, weil Spitzhacke müssen wir ja an der Schmiede reparieren. Ich dachte, vielleicht kriegen wir es jetzt hier schnell hin. Hier drin wäre halt cool gewesen, weil dann hätten wir gleich ein Dach gehabt. Ansonsten funktioniert das Ganze ja nicht. Aber nein. Na gut, dann müssen wir uns erstmal wieder zurückmachen. Ich guck mal, vielleicht haben wir noch eine zweite Spitzhacke. Dann kommen wir hier ein bisschen schneller durch. Ich hatte einen netten Tipp in den Kommentaren, dass es wo einen Mod gibt, mit dem man sich dann auch mit Schrott, also nicht mit Schrott, sondern mit Erz, Metall, alles was halt nicht teleportierbar ist, dass man sich damit trotzdem teleportieren kann. Und ich erwäge es. Ich ziehe es in Erwägung, mir das Ganze mal herunterzuladen und zu installieren, weil das würde das Leben schon um einiges einfacher machen. Meine ist ja jetzt kein Mod, der uns irgendwie extremst heftig stark macht oder generell irgendwas, was man so in die Richtung vom Cheaten mitsehen könnte. Und ja, ich meine, warum nicht? Prinzipiell wäre das schon nicht verkehrt. Dann kommen wir auf jeden Fall etwas schneller voran. Dann würde nämlich genau das hier nicht passieren. Ich meine, klar, wir können die Schmiede auch hier hinbauen und das basteln. Das hatte ich ja auch überlegt. Vielleicht werde ich das jetzt auch erstmal so machen, aber so generell für die nahe Zukunft. Weil sonst sind es halt immer ewig weite Wege, ne? Wir müssen halt sehen, irgendwann haben wir auch alles drumherum, was unsere Basis angeht, abgebaut. Die Erze werden ja nicht nachwachsen. Ja, und dann wird es ja immer weiter und sich dann überall noch eine Basis aufzubauen, ist irgendwie auch Mist. Also ich würde ganz gern erstmal so an der Basis hier festhalten. Die alte Basis war cool für den Anfang, vielleicht bauen wir die irgendwann später auch mal noch aus, aber prinzipiell würde ich das hier ganz gerne erstmal, ja, noch ein ganzes Stückchen vergrößern, ein paar Gebäude bauen und so weiter. Ich habe auch überlegt, wir haben ja hier noch extrem viel Berg, dass wir vielleicht ja auch ein paar Treppenstufen hinbauen, die Basis nach da hinten halt erweitern und dann einfach hier halt ein bisschen höheren Platz haben. Ich würde auch wieder so Steinplatten machen, aber halt so mit ein bisschen Höhenunterschied ist ja auch cool. Ich dachte halt erst, wir machen das komplett alles auf die Ebene. Aber prinzipiell sieht das doch auch alles ein bisschen dreidimensionaler und dynamischer aus. Wenn wir vielleicht hier mal ein paar Stufen haben und dann eine kleine Erhöhung und da noch ein paar Gebäude. Ich glaube, das würde im Endergebnis nochmal eine Nummer besser aussehen. So, wir haben alles repariert. Dann würde ich jetzt nochmal ganz fix ein bisschen zeuglos werden wollen. Und zwar hauen wir erstmal schnell die Pilze raus. Dann haben wir irgendwo Wertvolles hier unten. Wir haben wieder eine ganze Menge Münzen bekommen. Bräuchten halt unbedingt noch eine Kette. Verwitterte Knochen haben wir mittlerweile auch genug. So, die Pfeile kommen wieder hier oben hin. Normalknochen ganz schnell noch weg. Und wir haben hier noch ein bisschen Leder. Was haben wir hier? Innereien und Schlamm. Ich packe den Schlamm jetzt mal fix mit hier rein. Wir legen uns ganz kurz ins Bettchen, dass wir wieder ausgeruht sind. Dann teleportieren wir uns gleich zurück und gehen mal noch weiter auf die Jagd. Nach leckerem Eisen. Mhm. Gut für die Zähne. Mal schauen, was hatten wir jetzt? 14 oder 15 hatten wir, glaube ich, zusammen. Wir brauchen für jedes Rüstungsteil 5. Also sind das ja effektiv die 15. Aber ich glaube, der Streitkolben hat 20 gekostet, richtig? Lasst uns nochmal ganz kurz nachschauen. So, Upgrade. Die Rüstung kostet alles 5, genau. Und der Streitkolben, ach nee, 10. Ja, das ist doch relativ cool. Das heißt, wenn wir jetzt schon 15 zusammen haben, brauchen wir schon bloß noch 10. Hier haben wir 5. Achso, wir haben ja sogar noch 5. Also brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viel. Lass mich nochmal kurz gucken, ob wir noch eine zweite Hacke hatten, aber ich glaube nicht, ne? Sieht erstmal nicht danach aus. Wir gucken mal, wir haben das ja in der Kiste drüben. Schon wieder. Ach nee, den habe ich weggeworfen, stimmt.
Ich erinnere mich so ein bisschen. Also 5 hier noch in der Truhe, dann gucken wir mal. Ich glaube 15 hat man jetzt hier. Richtig, das heißt, wir brauchen tatsächlich bloß noch 5 Erz oder 5 Eisen. Und dann haben wir schon unsere Rüstung auf der 2 und den Streitkolben genauso. Also ich muss sagen, mit dem Metall geht das relativ flink. Dadurch, dass man die Krypten ja halt auch auf 100 Meter erkennt, durch ihre leuchtend grünen Fackeln am Eingang. Und man halt auch so viel da drin findet. Also ist mir bisher am liebsten, was den Abbau angeht. Auch wenn es natürlich mit Gegnern verbunden ist, aber im dunklen Wald musst du immer erstmal die Vorkommen suchen. Dann wirst du auch bloß die ganze Zeit von irgendwelchen Gräulingen und Grauzwergen belästigt. Deswegen macht das doch schon relativ viel Spaß. Ja, also mit dem Mod, ich denke schon, ich werde mir das installieren. Vielen Dank erstmal für den Tipp. Ich schaff's jetzt nicht, dich einzublenden. Ich blende dich in der nächsten Folge ein mit deinem Kommentar. Weil ich jetzt gerade schon wieder ganz schön Zeitdruck habe. Und direkt nach der Aufnahme ins Auto steige und auf Arbeit muss. Deswegen schaffe ich es zeitlich gerade nicht, das nochmal rauszusuchen und zu screenshotten und mit einzufügen und so weiter. Aber ich verspreche dir, in der nächsten Folge bist du dran. Da wirst du erledigt. Nein, dann zeige ich dich nochmal. Mache ich ja immer so. Ich freue mich sehr über hilfreiche Tipps. Und generell Leute, die mitmachen und Ideen mit reinbringen. Das ist so ein bisschen mit der Hauptgrund, warum ich das Ganze hier mache. Weil ich das einfach unheimlich cool finde. Wenn ich merke, es gefällt Leuten und sie wollen mir auch dabei mithelfen. So, genug gequatscht darüber. Wir haben hier schon wieder 6 Eisen schon wieder zusammen. Wir sind eigentlich schon fertig. Ich würde halt ganz gern noch eine Kette finden. Das wäre halt mega cool. Deswegen würde ich sagen, wir machen 20 Eisen. Nein, wir tragen zu viel. Shit. Ich möchte keine Eisen weggeben. Wie viel kann ich denn? Na, das ist auch zu viel. Gib mal noch ein bisschen was. So, jetzt haben wir, guck mal, ich packe das Bernstein mit rein. Reicht immer noch nicht. Die Knochen. Jetzt reicht's. So. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Okay. Ist immer noch derselbe. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass wir auch noch einen zweiten Platz finden. Und noch einen Knochenwanz zu beschwören geht. Wenn mir der Ort hier tatsächlich so überhaupt gar nicht gefällt. So, schnell wieder zurück zum Boot. Dann packen wir das in die Truhe, rennen nochmal hier rein. Dann machen wir in der Folge den Dungeon mal noch so weit, wie wir kommen. Und dann können wir in der nächsten Folge die ganzen Upgrades vornehmen. Und wenn das erledigt ist, können wir einerseits mal gucken, ob wir den Streitkolben vielleicht noch auf die 3 kriegen. Ich will halt einfach auf Nummer sicher gehen, wenn wir das nächste Mal uns dem Knochenwanz stellen. Weil ich habe keinen Bock, nochmal zu sterben. Müssen mal kurz hier was nachschmeißen. So. Pack auch gleich mal das mit rein. Natürlich auch doof, dass wir 20 Holz einstecken haben. So, wie viel hat man jetzt? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. 34. In der Truhe waren jetzt noch 6 Stück oder so. 4 oder 6. Ah, schon wieder 40 zusammen. Plus die 5, die noch in der Basis liegen. Mega geil. Und überlegt mal, das hat jetzt ein paar Minuten gedauert. Wir sind jetzt bei Minute 9. Ah. Schlundi. Ah, ich habe keine Ausdauer. Verdammt. Ganz schlecht. Ja, wir lassen Schlundi mal Schlundi sein. Ich habe jetzt keine Lust, mich dem zu stellen. Wenn der uns doch noch trifft, wir haben keinen Giftwiderstand mit dabei. Das kostet wieder unnötig Leben. So, Skelette. Was ist denn mit euch los? Ich bin doch hier gerade schon zweimal angelaufen. Hat es irgendwie keinen interessiert. So, und wieder drin. Aber warum? Hä? Sind wir jetzt in einer anderen? Wir sind in einer anderen. Bin ich jetzt so doof? Ich habe mich gerade gewundert, warum. Ah. Ah. Schlecht. Ach, schon wieder Gift. Wo bin ich denn jetzt lang gerannt?
Wo waren wir denn davor? Waren wir in der da? Da vorne ist das Boot. Ja, ich glaube, wir waren in der. Guck mal, da ist auch gleich die nächste. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist einfach hier ein Umkreis von, keine Ahnung, 30 Metern, 50 Metern. Wir haben drei Krypten und aus der einen haben wir jetzt bestimmt schon mit dem, was in der Truhe war, 40 Eisen oder so rausgeholt. Das ist schon ziemlich geil. So, wir gehen hier rein. Wir holen jetzt den Rest noch aus der Truhe. Und dann kämpfen wir uns noch ein Stück weiter vor. Eine Kette wäre halt echt noch geil. Dann könnten wir die Schmiede auf die 3 kriegen. Ne, auf die 4 sogar. Oder? Wir hatten jetzt zwei Sachen gebaut, ne? Wir haben einmal diesen den Amboss und wir hatten noch was gebaut. Ich glaube dann sogar auf die 4. Vielleicht aber auch nicht. Also an Eisenmangel werden wir definitiv nicht sterben. So, das war's schon. Waren wir hier schon komplett durch? Wir sind noch nicht lang gelaufen, ne? Ah, ich mag nicht schwimmen. Aber hier scheint nichts weiter zu sein, oder? Das lässt sich hier nicht abbauen, ne? Nee. Gut, also hier geht's nicht weiter. Hier drüben sind wir auch schon durch, dann bleibt uns nur noch hier der Weg. Hier müssen wir auch wieder schwimmen, aber zumindest liegen da schon mal ein paar Pilzis. Ist da noch eine Truhe? Ne, zwei gelbe Pilze, das war's leider. Leuchtet hier so grün. Wer weiß. Dann machen wir hier den Nebeneingang noch auf und dann hier drüben. Und dann mal schauen. Aber ich muss sagen, für das, was wir gefunden haben, waren hier relativ wenig Gegner am Start. So, eigentlich die ideale Krypte zum Looten. Ist halt auch cool, dass wir bloß noch einen Schlag brauchen. Ich dächte, dass wir davor zwei gebraucht haben. So zwei Schläge, um es abzubauen. So geht das halt auch echt flink. Wir haben schon wieder 12 Stück zusammen. Ohne uns groß dafür anstrengen zu müssen. Gemusst zu haben. Na, ist doch cool. Dann können wir uns, wenn wir das alles abgegradet haben, mal zu den Goblins machen. Rechnen uns dort für den Tod. Und schauen mal, dass wir Moltebeeren finden. Und vielleicht finden wir ja auch noch andere Sachen. Dass wir unsere ganzen Stats mal ein bisschen besser hinkriegen. Also mehr Leben, mehr Ausdauer und so weiter. Ich hatte es ja gesagt, die Moltebeeren brauchen wir für den Met mittlere Ausdauer. Mit dem und vielleicht noch ein bisschen mehr Leben, der verbesserten Rüstung und dem verbesserten Streitkolben, sollten wir dann vielleicht mal eine Chance haben. Ist hier noch irgendwo was? Hier drüben ist so eine kleine Ecke. Kriege ich die noch? Nein, ich glaube nicht. Hier geht's nicht weiter, auch keine Kiste. Ja, ich verlange vielleicht ein bisschen viel. Wir hatten gerade schon eine geile Kiste. Ich möchte so gerne noch eine Kette haben. Und ich glaube, wir hatten die in der Kiste oder generell irgendwie hier so am Rand rumliegen. Ich glaube, ein Drop von dem Gegner war es nicht. Geht's dann, glaube ich, auch nicht weiter. Na gut, dann sind wir zumindest fertig mit der. Dann können wir fix nach Hause teleportieren, nehmen die Schmiede mit. Wir machen das jetzt erstmal so, wie ich das letzte Folge schon gesagt habe. Und dann gucke ich mal, vielleicht nach der oder einer der nächsten Folgen werde ich den Mod mal installieren. Würde natürlich nur vorher erstmal gucken, dass ich die Spielstände alle mal speichere und woanders hinschiebe, weil ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Wäre nicht das erste Mal, dass durch irgendeine Mod-Installation oder was auch immer einmal der Speicherstand weg ist. Und wenn das bei dem Spiel hier passieren würde, ich glaube, ich würde weinen. Überlegt, wie viel man sich hier schon aufgebaut hat, wie viele Folgen wir mittlerweile auch schon zusammen haben. Stellt euch mal vor, der Spielstand ist dann auf einmal weg. Deswegen werde ich das vielleicht nicht direkt nach der Folge schaffen.
Aber ist ja nicht schlimm, das eilt ja nicht. So, wir haben alles durchgeguckt. Wir haben nochmal 19 Eisen. Es ist einfach mega cool. Mal gucken, ob wir vielleicht die Eisenrüstung sogar nochmal hochleveln können. Ich höre schon wieder Schlundis. Beziehungsweise immer noch derselbe von vorhin. Jetzt müssen wir mal schauen, die Schmiede braucht ja sehr wahrscheinlich auch ein Dach. Oder? Ich glaube ja. Obwohl, na, ich weiß es nicht hundertprozentig. Wir gucken mal. So, wir packen jetzt hier erstmal unseren Shit rein. 53 Eisen. Das ist echt der Hammer in einer Folge. Ja, nicht ganz, ein paar Eisen waren schon drin, aber trotzdem. Ging das jetzt echt flink. So, wir machen kurz unser Inventar leer. Dann bauen wir die Schmiede hier ab. Reisen wieder zurück. Und graden mal alles ab, was wir so upgraden können. Ein bisschen Leder. Hier ist sonstiges, da kommen die Knochen mit rein. Wir haben hier noch eine Trophäe. Wir haben noch normale Knochen. Bernstein hatte ich mit bei Stein, oder? Oder nee, das hatte ich mit bei wertvollem, ne? Genau. So, und dann mal hier vorne noch fix das weggeworfen. Das weggeworfen. Das Holz können wir erstmal einstecken lassen. Das passt. So, bevor ich die abbaue, machen wir nochmal ganz schnell eine Reparatur. Achso, dann muss ich ja natürlich auch das da drüben mitnehmen. Ich glaube ja, für das Upgrade brauchten wir. Also hatten wir sie doch erst auf der 2. So, steck mal alles ein, was wir brauchen. Ein bisschen Holz hatte ich ja drüben in der Truhe. Ich hoffe mal, das reicht, um irgendwie ein kleines Dach hinzuzimmern. Nein! Ah, und ich dachte, ich bin so schlau. Bin natürlich überhaupt nicht schlau. Mist, jetzt habe ich mich letzte Folge so dolle gefeiert, dass ich den Einfall hatte, die Schmiede mit rüberzunehmen. Aber dass die Schmiede natürlich aus Kupfer besteht, habe ich nicht bedacht. Gut, dann können wir das tatsächlich doch erst machen, sobald wir den Mod haben. Also werde ich wahrscheinlich doch nach der Folge das Ganze machen. Jetzt nicht mehr heute, aber ich denke mal morgen vor der Aufnahme komme ich dazu. Gut, ja, schade. War doch nicht so schlau, mein Einfall. Habe ich nicht bedacht, dass die Schmiede aus nicht teleportierbaren Gegenständen besteht. Wir werfen das Holz mal noch weg. Den Rest können wir alles eingesteckt lassen. Ja, dann machen wir es doch mit dem Mod, weil ganz ehrlich, die Strecke hier auf sich zu nehmen, von hier mit dem Boot wieder komplett zurück bis hier hoch, nur um ein paar Sachen abzugraden, ist einfach zu viel verlangt. Wir können natürlich gucken, ob hier irgendwo dunkler Wald ist, wo wir noch... Obwohl, nee, können wir nicht. Ich habe jetzt überlegt, dann dort irgendwo Kupfer abzubauen, aber ganz ehrlich, dann brauchen wir da auch noch einen Schmelzofen und das und das. Nee, das ist zu viel des Guten. Dann stehen wir kurz vorm Folgenende. Wir beenden die Folge mit einer ruhigen Einsammlerei von noch ein paar Mörlis. Und dann werde ich mal schauen, dass ich den Mod installiere, dass wir nächste Folge uns teleportieren können damit. Dann können wir das alles upgraden und dann gehen wir die Goblins mal besuchen. Da freue ich mich sehr drauf, mal wieder eine neue Gegend. Vor allem auch mal wieder was, was ein bisschen freundlicher aussieht. Man kommt ja auf die Welt hier im Grasland und alles ist schön. Dann irgendwann traut man sich in den dunklen Wald und der ist halt einfach dunkel und hässlich. Und dann kommt man ins Sumpfgebiet und das ist noch viel dunkler und hässlicher. Deswegen freue ich mich doch auf die Ebenen, mal wieder was Neues zu sehen, was wenigstens auch ein bisschen fröhlicher wirkt. So, wir können mal gucken. Wo hatte ich einen Mörlis? Hier haben wir Mörlis mit drin. Wie sieht es denn samentechnisch aus? Wir haben eigentlich noch viel zu viele. Also werden wir erstmal wieder Möhrchen anbauen, bevor wir uns Samen generieren. So, wo habe ich das Werkzeug? Werkzeug hier oben. Ich habe den Flug natürlich nicht da reingepackt. Warum auch? Nicht laggen. Wo ist der Flug? Ich habe ihn aber auch nicht einstecken. Hier ist er. Da habe ich ihn versteckt. So. Kann ich aber auch außerhalb des Videos machen. Muss ich euch jetzt nicht mit langweilen. Wir sind sowieso am Ende angelangt. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf morgen, auf die nächste Folge. Dann haben wir das alles hochgelevelt. Und dann gucken wir mal in den Ebenen vorbei. Bis dahin. Macht's gut.